Moin Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich mich noch einmal mit dem Thema Schreckschusswaffen beschäftigen und unterschiedliche Arten von Kartuschenmunition miteinander vergleichen. Wer vorab an grundlegenden Informationen interessiert ist, sollte sich mein bereits veröffentlichtes Video dazu ansehen. Ansonsten viel Spaß beim Test. Da das Video nicht monetarisiert ist, habe ich grundsätzlich auch nichts zu verlieren, aber dennoch sollte ein kleiner Sicherheitshinweis nicht fehlen. Also wenn ihr Umgang mit Waffen, Munition oder Sprengstoff habt, tragt stets eine geeignete Schutzbrille und einen entsprechenden Gehörschutz. Ein leichtfertiger Umgang kann nicht nur illegal, sondern auch extrem gefährlich sein. Und noch eine kleine Info vorweg. Kartuschenmunition enthält kein Geschoss, sondern besteht lediglich aus der Hülse selbst und der darin enthaltenen Treibladung. Bestimmte Arten können zudem einen zusätzlichen Wirkstoff enthalten. Im folgenden Schusstest werdet ihr zunächst die grün gekennzeichneten Platzpatronen sehen. Anschließend zeige ich Patronen mit CS-Wirkstoff, die gelbe Abschusskappen besitzen. Und zu guter Letzt seht ihr noch die Pfefferpatronen mit roten Kappen. Auf geht's! Ich hoffe, dieser kleine Vergleichstest hat euch gefallen und man konnte die entsprechenden Unterschiede deutlich genug erkennen. Nach wie vor möchte ich an dieser Stelle betonen, dass ein leichtfertiger Umgang mit diesen Waffen sehr gefährlich sein kann. Passt also stets auf. Und solltet ihr an weiteren Videos interessiert sein, so vergesst auf keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren.